Ich bin Susan Vincent Stauffacher, bin 52, komme aus St. Gallen, bin von Beruf Rechtsanwältin. Privat, ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, 21 und 24. Und zu unserem Haushalt gehören auch noch die Luna, ganz wichtig, das ist unsere Labradorhündin, und zwei Katzen, zwei Kater, der Picasso und der Da Vinci. Ich bin in einem ganz politischen Elternhaus aufgewachsen. Bei uns waren politische Diskussionen an der Tagesordnung, am Familientisch. Aber wirklich politisiert hat mich die Geburt von meiner ersten Tochter. Weil ich dort einfach gemerkt habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich in meinem Beruf, den ich über alles liebe als Anwältin, einfach so weiterarbeiten kann, weil die Rahmenbedingungen einfach schlichtweg nicht gestimmt haben. Das war meine Initialzündung. Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst. Das ist so meine Grundeinstellung. Eigenverantwortung, darum bin ich auch bei der FDP, das ist mein Credo. Soweit ich das kann, mache ich es selber und erwarte das auch von anderen. Aber ich sage, meine Haltung ist so ein bisschen Eigenverantwortung plus, weil es gibt Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite leben, wie ich es jetzt darf. Und die brauchen unsere Hilfe und das gehört für mich auch dazu.